Dann spare ich mir das Zaubern gleich von vorne weg. Weil durch 250 Abwehr komme ich so schnell nicht durch. Ich meine, ich könnte auf die 1% Chance mit Geistbrecher pauken. Pokern. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht der richtige Weg ist. Ironischerweise ist das Viech gegen Panzerbrecher vollends. Das ist irgendwie richtig ironisch. Aber ich denke mal, das Mittel der Wahl an dieser Stelle ist wieder Proteus, Schutzwall, Schutzengel. Proteus? Na, das war jetzt nicht so smart. Einen Moment mal kurz bitte. Da musste ich mal kurz niesen und ich habe Gott sei Dank früh genug gemerkt, bevor es laut wurde. Da kann ich in aller Ruhe das Mikro hochmachen und dergleichen. 40.000. Ja, wäre gut. Was würde Lulu machen mit einem Angriff? Süße 11.000. Süße 11.000. Ja, 35.000 geht. Auf dem Glauben. Lichtschleier, Mondschleier. So, jetzt der Schutzwall. Nein, nicht Dragone. Schutzwall. Sie hat alles, was sie braucht. Und die zwei greifen weiter lustig an. Anfeuern wäre hier natürlich auch eine Möglichkeit. Holla lieber. Kommando zurück, Kommando zurück, Kommando zurück. Argonaut. Eismagie, Medica, Tops. Wer rechnet denn seine Panzer mit Zuständen? Leute. Verbotener Ring. Angreifen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, im Endeffekt geht das doch schneller, wenn wir hier mit Anfeuern arbeiten. Auch wenn Anfeuern eine etwas lange Animation hat, habe ich irgendwie den Eindruck, ich hatte zumindest das Gefühl, dass, Anpeilen zum Beispiel schneller ging, aber vielleicht kam es mir nur so vor. Oh mein Gott! Oh, ich sehe jetzt erst, was los ist. Nee, Lulu hat Hass. Okay, dann liegt es doch nicht daran. Ich dachte, Lulus Hass wäre entfernt gewesen und deswegen war sie die ganze Zeit nicht am Zug. Aber offenbar hatte ich mich geirrt und es war nicht das. Sie hatte einfach nur Pech. Ausrüstung. Schwarze Schleife. So. Was jetzt? Lass mal anfeuern weiter. Ich glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal. Also noch ein Nachgang. Drauf da. Ja, okay. Der Unterschied war jetzt mehr bescheiden. Einfach mal zum Zeigen und Testen. Leer. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Oh mein Gott. Ja, 250 Zauberabwehr sind halt schon eine Hausnummer. Witzigerweise kann man dem Viech, wenn man möchte, einen Magiebrecher geben. 10%, also 90% Resistenz. Nicht wirklich etwas, das ich für sinnig halte, aber man könnte, wenn man wollte. Ja, was soll ich Blue jetzt machen? Keine Ahnung. Bleib an. Immerhin 10.000, 12.000 Schaden. Mehr als ihre Zauber und besser als nichts. Aber ihr merkt schon, dass, was stand da? Was für eine Attacke? Schnellattacke, glaube ich. Das, der ist unglaublich schnell wieder dran. 80 Sachenattacke, okay. Macht auch schön Schaden. Alter, wie schnell ist der dran? Was zur Hölle? Was ist denn mit dem kaputt? Warum ist denn der plötzlich so... Holy shit. Warum ist Lulu so langsam? Vielleicht liegt es am Schutzwall. Der Schutzwall irgendwie länger wartet.
komisches Verhalten. Aber egal. Schutzwall rettet mal wieder den Tag. Flop. Ich gucke gleich an. Oh, tot. Wunderschön. Ja, mit diesen schnellen Angriffen zwischendrin, also sollte das die 80-Sachen-Attacke schon so was Ähnliches wie ein Rapidschlag zu sein, gar nicht so ungefährlich. Außerdem, Abwehrsphäroiden sind auch ziemlich nützlich. Oh. Würden zu den Sachen gehören, die ich eher früh verwende, denn oh, Abwehr ist halt immer super. Und dann nächster Gegner. Warum laufe ich eigentlich immer und spreche ihn von vorne an? Macht nicht den geringsten Gewinn eigentlich. Goldhorta! Nannte man so nicht, sagt man nicht roten Drachen nach, dass sie. Vermutlich deswegen. Rote Drachen, Schätzer horten und so. Der sieht auch aus, als würde er massiv zuschlagen. Ich mache mal das Buch zu. So, fast gar. Ach du meine Güte. Ich weiß jedenfalls, womit er ein paar Probleme hat, nämlich mit der Zeit. Ich erinnere mich aber auch, dass die Viecher auch Flammenarten hatten. Oder Flamme, irgendein Element. Und so ein Elementart. Das heißt, ich werde mal auf meine Elementrüstung wechseln. Ja, damit kann man arbeiten. Rüstungen. Turmring, den muss ich irgendwann auch noch voll machen. Dass ich jetzt übrigens schon mal angreife und alles liegt einfach nur daran, dass ich sehe, dass ich noch viel Zeit habe und Schutzengel und sowas alles verteilen kann. Ich will erstmal meine Taktik festlegen. Wie viel Zauberabwehr, wie viel Abwehr. Also Angriffe scheinen sich hier zum Beispiel mehr zu lohnen. Sie kann schon mal schnell eine Protese jemandem geben. Nämlich Lulu mal wieder. Lulu ist ja unsere schwächste Angreiferin, dadurch, dass sie nicht die Abwehr durchschlägt. So, jetzt ist Zeit für Schutzengel. Ach, verdammt, sie hätte eigentlich auch noch die Rüstung ändern müssen. Und sie hat auch gewechselt. Hoppala. Schlaf wird wohl nicht funktionieren, denke ich. Turmwappen. So. Und ja. Dritter Schutzengel und dann sind wir so gut wie. Verdammt, ich habe keinen Schutzengel gemacht. Ach so, weil sie auch nochmal dran ist. Haha, da war ich smarter, als ich gemerkt habe. Oder auch bekannt als Glück. Ja, 5000 Grundschaden etwa. Ist schon okay. Nein! Wow, da habe ich ein bisschen schneller geklickt, als ich gedacht habe. Gut, Solaris-Strahl und Sterben oder so, würde ich sagen. Oder ich rufe ihn einfach zurück. Schau mal, wie viel Schaden er macht. Okay, wenig überraschend. Wohl andererseits hier. Zack. Drei Schlag. Hat das gerade 400 Schaden? Wow, das Viech macht nichts. Dieses Viech macht keinen Schaden. Das Tolle ist, dass der Lazare-Schlag sich für uns eigentlich absolut nicht lohnt, weil der kann auch maximal 100.000 machen. Also warum? Weil er schön aussieht, ist die Antwort. Aber. Ist genauso stark wie ein normaler Angriff. Oh mein Gott. Macht er das jetzt die ganze Zeit? Auch noch mit jedes Mal einem anderen Element. Ach du meine Güte. Das ist lästig. What? Achso, wegen Ekstase ist er zweimal am Tisch. Aber die Atemsangriffe sehen cool aus. Oh, und der ist nochmal dran. Nein, doch nicht. Dann rufe ich ihn mal zurück. Damit er nicht den, wenn wir es zerstören, haben wir einen gewissen Cooldown für eine gewisse Dauer. Und den will ich bei Verfahren einfach nicht drauf haben. Wir wissen ja jetzt, was der Typ so grob macht.
Aua. Ja, sie hat kein Fotos mehr. Ja, tschüss Yuna, würde ich sagen. Ah, jetzt wirkt Schutzball? Komisch. Komisch, aber okay. Gebe ich halt jedem Protest gleich. Kann ich absolut mitleben. Er ist auch schnell geworden. Protest. Nur vor den Elementen, wie ihr seht, kümmere ich mich. Muss ich mich ja nicht fürchten, weil die Chancen sehr gut stehen, dass er mir damit mehr nützt als schadet. Ihr habt es ja gerade gesehen. Einer absorbiert, einer frisst Schaden, einer ist immun. Oh, den. Moment mal, ist der gerade durch den Protest durchgegangen? Schadensmäßig? Na gut, Feuer kann er gerne nochmal machen. Der erste Angriff ist irgendwie richtig stark und richtig gefährlich. Danach wird es eher langweilig, aber dieser erste Schlag, holla die Waldfee. Und er ist halt einfach rasend schnell irgendwie. Nach dem Drei, also der Dreischlag gibt ihm halt kürzt seine wieder dran Zeit halt wieder extrem gut. Oh oh. Puh. Knapp. Ja, aber mit der Taktik würden wir durchkommen, ne? Oh, jetzt greift er nur normal an. Und prompt halt braucht er auch wieder richtig lange, bis er wieder im Zug ist. Lulu kann sich selbst heilen. Vita. Schauen wir mal, wie stark Vita inzwischen ist. 3000. Ja, ne. Bla. Mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also mache ich Kreuz. So schlecht war es doch nicht. Schutzwall. Senkt den Schaden, den wir bekommen am Ende ja doch noch. Diesen ersten Angriff verstehe ich halt nicht. Dass der immer durch das Protest durchgeht. Und auch durch den Schutzwall. Aber hey. Ach, jetzt haben wir wieder keinen Schutzwall mehr. Dann. Okay. Nimmt eh sie den ganzen Schaden. Perfekt. Ich liebe es. Feuer ist das beste Element für sie. Also eigentlich alles außer Eis. Weil sie da dann halt zwischendrin geheilt wird. Tada. 40 Lichtschleier. Schade, dass ich die gerade nicht mitnehmen kann, wenn ich mich nicht irre. Denn die Lichtschleier. Die Lichtschleier sind deswegen so toll, weil sie. Was ist ein Lichtschleier? Das sind die Dinger für Protes. Also Autoprotes kann ich mir mit dem Ding echt blitzschnell zusammenfarmen. Also, was heißt blitzschnell? Der Kampf dauert eine gefühlte Ewigkeit. Aber ich kann es halt machen. Ne? Hatte ich nicht für irgendwen auch noch einen offenen Ring? Oh, warte mal. Ach nee, das ist ihr Phantom, den ich kenne. Und mir fehlen Kältesteine. Hatte ich nicht für irgendwen einen offenen... Da! Ich mache das nämlich jetzt einfach mal, dass ich jetzt einfach mal loslege mit... Ne, damit ich sowas wie Lichtschleier wieder mitnehmen kann.
Auto hast. HP-Expander muss ich mir vormerken, will ich aber noch nicht bauen, weil, wer weiß. Und ich denke, Auto Phönix wäre ganz nett. Ich meine, man benutzt zwar meistens Schutzengel, oder, ich weiß nicht. Andererseits, Mega-Phönix sind jetzt halt nicht so häufig, dass man sie überhaupt bekommt. Im Ideal, also das Optimale, das wirklich absolut Beste, denke ich, wäre natürlich da jetzt noch Schleife und HP-Expander einzusetzen. HP-Expander werde ich auch reinsetzen. Irgendwann. Schleife? Brauchen wir noch ein paar Dunkelkristalle für. Oder natürlich eine, oh, wartet mal, das war richtig dumm, was ich gerade gemacht habe. Spiel zurücksetzen, bitte? Ja. Oder auch nicht? Warum es dumm war? Ganz simpel. Es gibt Gegner, die droppen Ausrüstung mit HP-Expander und oder Schleife. Und die werden wir, und ein paar davon werden wir auch besiegt kriegen. Das heißt, wenn jetzt einer von denen sich denkt, hey, ich droppe der Riku mal eine Rüstung mit Schleife. Mit 4 Slots. Dann schütten wir da. Hätten eine Rüstung mit Schleife, müssten uns aber die Sachen für Autohast und Autoprotis neu zusammenfallen. Autoprotis ist jetzt nicht so dramatisch. Autohast, teuer. Weil die Full Chocobo Down gibt es nicht einfach so im 40er-Pack hinterhergeschmissen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal weiter. Weiter. Da wo wir aufgehört haben, Hypnopilz. Und ich meine, Herrgott. Die 40 Lichtschleier waren kein... Die 20 Lichtschleier, 40 durchs Vernichten, waren kein besonderer Fall. Die gibt's immer wieder. Das heißt, solange wir uns durch seine 1,1 Millionen HP durchboxen, können wir uns die immer wiederholen. Das ist also so schlimm, wenn wir davon ein paar verlieren. Wir haben sie on demand. Ne? Und bei Chocobo Downen, ja gut, ist halt schade, die paar, die wir verlieren. Aber irgendwo auch sehr. Hypnopilz. Okay. Ich habe das Buch jetzt wieder aufgemacht, muss ich gestehen. Und ich sage euch, ich bin nicht begeistert. Vorne zurück. Der ist vielleicht doch nicht ganz so ungefährlich. Erstens habe ich gerade seine Abwehrwerte gesehen, die sind ziemlich hoch. Zweitens habe ich gerade gesehen, oder gedacht eher, die Dinger sind ja schon in der Fokuspass dafür bekannt gewesen, für ihren blöden Schlafkonter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier mit irgendwas kontert, was viel zu viele Zustände für gutes Benehmen macht. Also würde ich gerne mal als allererstes meine Ausrüstung wechseln wollen. Warum ist eigentlich Lulu so super langsam? Im Vergleich zu den anderen, sie ist so selten dran gerade. Bei Yuna wäre, dass Yuna so häufig am Zug ist, ist so schlimm. Sie hat wenigstens Sachen zu tun, aber bei Riku, die einfach, was Buffs angeht, nur so mäßig hat, und ich sehe gerade, dass der Regener hat, da ist das blöd. Ausrüstung. Schwarze Schleife. So. Jetzt können wir mal gegenhauen und anklopfen sozusagen. Und schauen, ob der kommt. Zauberabwehr lässt grüßen. Aber so normale Abwehr lässt nicht grüßen. Und das ist der Trick, der hat nämlich 98.000. Und droppt wie irgendwie alle... Ich habe das Gefühl, dass sie bei allen Monstern, wo sie nicht wussten, was geben wir denn als Drops? Gib ihnen einfach mal alle Zustände, Attacken und Welle. Das hat den nämlich auch fallen lassen. Und ich habe, wie gesagt, so langsam den Eindruck, dass das irgendwie bei viel zu vielen Gegnern der Fall ist. Hier in der Monsterfarm. Blindwall, Stummwall, Schlafwall, Giftwall, Steinwall, Zombiewall, Gemachwall. Kein Todeswall, aber sonst alle wichtigen. Da, Level 3er.
Ihr wisst schon, freie Felder, Felder frei machen und so. Und nächster Gegner. Oh, auf den Kampf freue ich mich. Zudem steht hier keine Taktik. Das heißt, entweder es gibt keine Taktik, die überraschend ist, ihrer Meinung nach. Oder es gibt wirklich keine Taktik. Es ist ein Bomber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Taktik gibt. Vor allem, weil der Kerl, ich will 480.000 mit lächerlich hohen Abwehrwerten. Wir haben also zwei Optionen. Wir versuchen es natürlich mit Hastgar. Also wenn wir Pech haben, der Typ mit drei Angriffen anschwillt, dann ist er de facto nicht besiegbar, solange man nicht mit Hades Magie irgendwas um die 80.000 pro Ultimat Schaden macht, durch 200 Zauberabwehr durch. Halte ich für unwahrscheinlich. Oder er funktioniert nicht so wie ein normaler Bomber. Er funktioniert nicht so wie ein normaler Bomber. Das heißt, wir gehen da jetzt hin, hauen seine 480.000 Leben kaputt und freuen uns erstmal. Jetzt schwillt er an, okay. Er war gerade nicht am Zug, oder? Vielleicht doch. Doch, doch, könnte sein, dass er, wenn er am Zug ist, anwächst. Schockt mich dann nicht, wenn ich ehrlich bin, denn... Tschüss. Das war ziemlich unbeeindruckend. Der Trost ist, was er droppt, ist auch nur Mist. Gut, also ihr seht, der Schwierigkeitsgrad hier ist ziemlich durchgängig. Manche stechen nach oben raus, manche stechen nach unten raus. Der Mono? Ich habe keine Ahnung. Ne? Och nee, Hinterhalt. Schutzengel. Hinterhalt und ich weiß nicht, was der Gegner tut. Hilft nur eins, Schutzengel. Und zwar auf Yuna, weil sie schneller ist als Lulu, die ich den Eindruck habe, und beschwören kann, sollte was ganz Schlimmes passieren. Gut. Ich nehme es mal als Gnadenzeichen. Wenn der rauslässt, was er da gerade angestaut hat, jetzt keine Furzwitze mehr. Ihr seid hoffentlich über 13, sonst haben mich euch meine Flüche eh schon ziemlich verdorben. Was ist mit Rico los? Irgendwie ist meine Zeitleiste hier echt seltsam. Was ich sagen wollte ist, macht das nicht. Ihr seid erwachsen genug, um solche Sprüche nicht zu machen. Nee. Wenn der raus ist, was er da gerade angestaut hat, das wird wehtun. Ich bin ziemlich sicher, dass das richtig wehtun wird. Das wird nicht leise und silent, aber es wird ziemlich deadly. Und es wird vermutlich elementar. Also... Atomring. Wappen und Shell auf diejenige, die noch eine Absorption hat. Und dann hoffen wir einfach auf das Beste. Oh, da ist auch noch mehr. Ich bereite mal vor, vielleicht macht er ja nicht immer ein Anstauen. Und das heißt, ich werde auch mal vorbereiten, dass ein Charakter mit ja. Ja, 6000 Grundschaden. Gut, dass ich Shell benutzt habe. Okay, anders gesagt, dass ich diesen Armreif habe. So. Jetzt muss ich mir zumindest vor Feuer keine Angst mehr machen. Was nimmt deine so an Schaden? Oh. Wenig. Gut, sie war angeschlagen. Also, sie war nicht voller Stärke mit ihrer Waffe. Trotzdem war das nicht viel. Dann schauen wir nochmal, was mit der hier an Schaden. Ernsthaft? Magie, ernsthaft? Spiel, warum? Warum tust du mir das an? Immer wieder. Den könnte man übrigens brechen mit Suppression. 95% Resistenz. Das würde dann auch gegen den Panzerzustand helfen. So müssen wir uns einfach durchprügeln. Oh, das wird dauern. Das wird so lange dauern. Zweimal anfeuern. Oh,
Gut, das war jetzt ohne Protes, aber... Oh Mann! Der Schaden ist halt real. Sie hätte eigentlich noch angreifen können, fällt mir gerade auf. Nicht aufgepasst. Drittes anfeuern. Angreifen. Ach, deswegen heile ich so wenig. Ah, da war ja Shell. Viertes anfeuern. Fünftes anfeuern. So, besser wird nichts mehr. Jetzt müssen wir es nur noch durchzerren. Aua. Was jetzt? Ja, ich würde sagen, wir bereiten uns wieder auf. Ach, sie ist schon. Ja, Lulu könnte jetzt höchstens für 7000 zuhauen oder für 2x8000 ihre Zauber. Ach nee, der ist ja komplett markiert. Da hätte sie eigentlich verteidigen sollen, aber egal. Ich bin gezwungenermaßen irgendwie ein bisschen fahrig, merke ich so. So ein kleines bisschen. Ups. Gut, dass ich hier wenigstens durch das Hastgarn massives Polster an der Zeit habe, dass wenn ich eine Runde verliere, es meistens nicht so dramatisch ist. Dieses Viech hat dann einfach wieder verboten viel aus. Würde man aber auch sehr gerne töten wollen, denn es ist doch Angriffsveroin. Diesmal denke ich dran. Zwei. Und hat sogar eine relativ geringe Vernichtungsschwelle. Ah, viel besser. Ja, nämlich nur 15.000. So dass man auch relativ oft zwei davon kriegt. Also eigentlich fast immer sollte man zwei davon kriegen. Und ansonsten Angriff plus, Abwehr plus. Langweilig. So. So. Lulu sollte inzwischen jetzt auch mal endlich voller MP haben. Das hat mich irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen angekotzt, dass da... Das hat mich so ein bisschen unruhig gemacht, dass Lulu so nicht volle MP hatte. Das war halt... Das hat sich nicht richtig angefühlt. Hoppla. Hä? Okay, da hat er mein Controller bloß rumgespackt. Keine Sorge. Nichts mit der Aufnahme. Hoffe ich. Sieht aber alles ganz gut aus. Da war, glaube ich, einfach nur das Kabel irgendwie rausgerutscht oder so. Speichern. Und dann bekämpfen wir das letzte Monster der Artensammlung. Und dann danach werden wir vermutlich dick auf die Nase kriegen, aber das sehen wir dann. Kämpfen. Artensammlung. Eisenkraut. Sehr witzig, weil ein Lehrer, den ich mal in meiner Schulzeit hatte, hieß Herr Kraut. Ja. Oh, Hinterhalt. Ist es nicht immer liebenswert, liebreizend. Aber wisst ihr was? Wenn das ein physischer Angreifer ist, benutze ich das für einen Schutzwall. Oh damn. Das wären 11.000 Schaden gewesen. Oh Mann. Heftig. Richtig heftig. Haskar. Vigra. Verdammt. Ja, Haskar, Vigra.